Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von HelmExpress begrüßen. In diesem Video möchte ich mit euch über 5 Fehler sprechen, die ihr vermeiden solltet, wenn ihr gerade mit dem Motorradfahren anfangt und euch neue Ausrüstung kauft oder wenn ihr euch einfach generell auch neue Ausrüstung kaufen wollt. Wir sind heute hier auf dem Motorrad unterwegs. Ich hätte das ganze Video auch aus dem Studio drehen können, aber wir sind alle Motorradfahrer, das Wetter ist gut und da sollten wir natürlich raus auf die Straße. Und ich fahre jetzt erstmal ein ganz kurzes Stück Autobahn. Fehler Nummer 1 ist, die richtige Größe zu wählen. Sowohl bei Motorradhelm, da haben wir auch schon ein Video zugemacht, auch nochmal verlinkt und auch alles in der Videobeschreibung packe ich euch nochmal rein. Also den richtigen Helm, die richtige Größe. Und das Ganze auch nochmal für Motorradkombis. Lasst euch da beraten, guckt euch auch gerne da Videos zu an. So, runter von der Autobahn, dann können wir uns auch wieder unterhalten. Also, beim Helm unbedingt darauf achten, dass die Größe stimmt. Dass er nicht zu locker ist, dass er auf eurem Kopf hin und her rutscht. Jetzt habe ich die Kamera zugehalten. Dass er nicht auf eurem Kopf hin und her rutscht. Auf der anderen Seite darf er aber auch nicht so eng sein, dass ihr Kopfschmerzen bekommt. Und das könnt nur ihr feststellen. Das kann euch auch kein Verkäufer in einem Laden sagen. Also da müsst ihr sowieso ein bisschen fühlen. Und wenn ihr den Helm bestellt, ich will jetzt nicht Werbung dafür machen, dass ihr unbedingt eure Helme nur bestellen sollt, könnt gerne auch in ein lokales Geschäft gehen, aber es ist so, ihr habt tendenziell, wenn ihr ihn zu euch nach Hause bestellt, eher die Chance, ihn ein bisschen länger aufzuhaben, um zu schauen, nicht, dass er nach, ich sag mal, 15 Minuten anfängt zu drücken. Deswegen, ich will es nur zu bedenken geben. Für Kombis genau das gleiche. Lasst euch da beraten. Schaut euch Videos dazu an. Wir werden auch nochmal zur richtigen Passform ein Video machen. Aber da gibt es mit Sicherheit jetzt auch schon gescheite Videos zu. Oder ja, wie gesagt, lasst euch in einem Geschäft beraten. Denn da kann man auch ein bisschen was falsch machen. Mein erster Kombi, ich weiß nicht, ob ich noch ein Video zu finde oder ein Foto zu finde, der war einfach viel zu groß und Katastrophe. Deswegen also achte da auf die richtige Größe. Lederkombi darf schon eng sein, aber nicht, ich kann nicht atmen eng. Der zweite Fehler kann meiner Meinung nach sein, wenn man direkt im ersten Laden zuschlägt. Wenn ihr also in einem lokalen Geschäft seid, probiert dann Kombi an. Der ist ganz okay, der passt auch. Ihr habt auch eine ganz gute Beratung bekommen. Dann gleich zu sagen, yo, nehme ich mit, weil man ja auch so ein, und das fühle ich komplett, weil man natürlich so ein gewisses, oh, der hat sich jetzt um mich gekümmert und ich muss den jetzt eigentlich kaufen, alleine weil er mich beraten hat und, oder vielleicht geht es nur mir so, dieses so ein bisschen, oh, jetzt hat er sich Zeit genommen und ich wurde beraten, habe seine Leistung in Anspruch genommen und der Kombi ist okay, jetzt muss ich den mitnehmen. So denken die nicht. Ein vernünftiger Verkäufer denkt so nicht. Und wenn ihr sagt, ich muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen, dann ist das auch in Ordnung und dann ist er auch nicht enttäuscht. Der macht das wahrscheinlich seit Jahren und das mehrfach am Tag. Also macht euch da nicht so einen Kopf. Wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen. So, ich musste mal gerade anhalten, weil ich einen Anruf bekommen habe. Wir sehen uns hier in der Schaufensterscheibe. Wir brauchen aber einen Gang. Und wir haben dabei aufgehört, dass man nicht unbedingt, wenn man sich nicht 100% sicher ist, gleich im ersten Laden zuschlagen sollte. Denn es gibt so viel. Ja, das sollte man sich vorher zumindest einen guten Überblick beschaffen, auch im Internet mal recherchieren, was es so gibt. Kann natürlich auch mal Preise vergleichen, um eben nicht gleich, ich sag's mal, den erstbesten Kombi zu nehmen, der irgendwie passt. Und da sind wir eigentlich auch schon beim dritten Fehler. Ihr müsst oder ihr solltet eure Ausrüstung an eure Bedürfnisse anpassen. Eure Motorradkleidung soll so ausgelegt sein, dass sie euch zum einen natürlich optisch gefällt, aber auch von der Art dem entspricht, was ihr machen wollt. Wenn ihr jetzt lange Touren fahrt, meinetwegen immer so Wochenendtouren, eine Wochentour, dann ist vielleicht eher eine Textilausrüstung das Beste. Wenn ihr jetzt vielleicht sogar mal hin und wieder auf die Rennstrecke geht, braucht ihr ganz klar eine Lederkombi. All sowas muss berücksichtigt werden. Wenn ihr beispielsweise euer Motorrad primär dafür nutzt, um zur Arbeit zu fahren, dann sucht euch eine Textiljacke und eine Textilhose aus, wo man auch mal einen Pullover drunter ziehen kann und vielleicht sogar eine Hose. Beispielsweise unter meine Hose, die ich hier jetzt anhab, die ihr nicht sehen könnt jetzt gerade, da könnte ich auch eine Jeans drunter anziehen
um eben entsprechend mich auf der Arbeit nicht umziehen zu müssen. Das kann ein ganz großer Vorteil sein. Fehler Nummer 4 ist, dass ihr nicht erst billige Klamotten kaufen solltet. Das ist ein Fehler, den ich auch nachvollziehen kann. Der Einstieg ins Hobby kostet schon genug Geld und ja, da will man erst vielleicht eine günstige Bekleidung haben, um überhaupt seine Ausrüstung zusammenzubekommen. Verstehe ich absolut. Finde ich aber auch gefährlich, ehrlich gesagt, wenn man erst günstige Sachen kauft, also nicht günstig, sondern billige Sachen kauft, die auch qualitativ nicht gut sind. Es muss nicht immer alles gleich teuer sein, auch zum späteren Zeitpunkt nicht, aber es muss ja den Sicherheitsanforderungen gerecht werden einfach. Dementsprechend kauft keine billige Kleidung in dem Sinne, sondern sucht euch da was Hochwertiges aus. Und wenn es dann eben mal 50 Euro mehr kostet, dann ist das so. Es ist ja für eure Sicherheit oder für unsere Sicherheit allgemein. Ich selber bin nämlich diesem Fehler auch aufgesessen und habe mir früher mal so einen 90 Euro Ebay-Helm, und das sage ich ja auch immer wieder, gekauft. Und wenn ich damit einen Unfall gehabt hätte, was ich zum Glück nicht hatte, dann hätte das übel aussehen können. Deswegen nicht am Helm sparen. Und auch so an der Ausrüstung preisbewusst kaufen, verstehe ich, ist immer gut, aber nicht sich irgendeinen billigen Ramsch zusammen kaufen. Wirklich nicht, Leute. Das ist so wichtig. Und ich kann es nur immer wieder betonen, wenn es finanziell dann nicht drin ist, dann bitte noch ein halbes Jahr sparen. Es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Ich verstehe, dass man Bock hat, aber Sicherheit geht vor. Fehler Nummer 5, den ich selber auch schon begangen habe, ist, wenn man blind auf Freunde hört. Helm XY, Kombi XY ist so gut. Das erstreckt sich natürlich über alles. Reifen XY ist so gut. Das ist auf vielen Ebenen des Motorradfahrens so. Aber macht euch selber ein Bild davon. Ist dieser Helm für euch das Richtige? Passt das zu euch? Oder ist euch der zu teuer? Oder was auch immer. Macht euch selber ein Bild. Man kann sich Tipps geben lassen, aber nicht einfach den Kumpel blind vertrauen. Nicht, weil er keine Ahnung hat, aber weil er Dinge auch ganz anders empfindet. Beispielsweise jetzt beim Helm. Ein Helm, meinetwegen der HJC Rafa 11, der ist für euren Freund der Helm schlechthin. Der ist super gut. Oder hier mein Schubert S2 Sport. Finde ich mega geilen Helm. Aber es kann sein, dass eure Kopfform ganz anders ist und dass der bei euch gar nicht so gut passt. Das jetzt nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Verschafft euch also selber einen Überblick, schaut, was zu euch passt, und dann findet ihr auch eure richtige Motorradausrüstung. Das waren 5 kurze Tipps zu passender Motorradbekleidung. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal die positive Bewertung dalassen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, und dann sehen wir uns hier bald wieder zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.